Die Arbeit mit dem Titel 1943 von Francis Ahles, die er für die Documenta 13 entwickelt hatte, steht hier in der Ausstellung ein bisschen wie ein Prolog vorneweg. Und es ist eine Textarbeit, die sich den großen Künstlern der Moderne widmet und sich fragt, was jeweils der einzelne Künstler, die einzelne Künstlerin 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, als Europa in Flammen stand. Letztendlich ist es eine Arbeit, die fragt, welche Rolle übernehmen Künstler oder können Künstler übernehmen in politischen Konflikten. Die Ausstellung The Futureless Memory beschäftigt sich mit dem Thema des Exils, wobei das künstlerische Arbeiten im Exil als Ausgangslage dafür dient, tatsächlich allgemeine und auch aktuelle Fragen zur Migration zu stellen. Die Ausstellung versammelt zeitgenössische künstlerische Arbeiten und historische Dokumente, die entweder im Exil oder in Reflexionen dazu entstanden sind. Einigen der Arbeiten geht eine künstlerische Recherche auch in angrenzenden Disziplinen voraus. Andere wiederum beziehen sich ganz konkret auf historische Biografien und so ergeben sich in der Ausstellung verschiedene Ebenen, sowohl zeitlich als auch kontextuell, die sich überlagern. Aber allen ist grundsätzlich gemein, dass sie sich mit der Erfahrung der Suche nach einer Zugehörigkeit beschäftigen. Das Konzept für die Ausstellung ist wesentlich von der Künstlerin Dilek Winchester mitgeprägt worden und sie hat auch für die Ausstellung eigens eine neue Arbeit entwickelt. Die trägt den Titel Sticks, Stones and Bones und darin beschäftigt sie sich mit der Zeit des Exils des deutschen Avantgarde-Künstlers Kurt Schwitters. Im englischen Exil 1946 hat Kurt Schwitters ein Notizbuch angelegt, in dem er alle seine Gedichte aus dem Gedächtnis aufschreiben wollte und sozusagen für die Nachwelt erhalten wollte, weil er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ob irgendeines seiner Kunstwerke oder auch eben seiner Schriften den Krieg überlebt hatte und er sehr, sehr krank war. Und der Großteil dieses Notizbuches ist leer geblieben, was eben in der Installation auch sehr eindrücklich zu sehen ist. Die Installation besteht eben aus Fotografien von allen einzelnen Seiten des Notizbuches, die sich dann über eine große Wand erstrecken, die eben zu großen Teilen leer bleibt. Durch diese Arbeit wird natürlich auch die existenzielle Not sowohl des Menschen Kurt Schwitters, aber natürlich auch des Künstlers Kurt Schwitters, räumlich tatsächlich auch spürbar und nachvollziehbar. Die Künstlerin und Musikerin Michaela Melian hat ebenfalls eine neue Arbeit für die Ausstellung entwickelt und widmet sich darin einer Hamburger Musikerin, der Violinistin Susanne Lachmann, die aufgrund ihrer jüdischen Abstammung unter den Nazis Arbeitsverbot bekam, zu einem Zeitpunkt, in dem sie sehr weit in ihrer Karriere war, eine gefeierte und anerkannte Violinistin. Sie hat daraufhin Deutschland verlassen und ist ebenfalls nach England ins Exil gegangen, wo sie in Schottland eine Anstellung als Musiklehrerin an einer deutschen Reformschule gefunden hat. Aber durch das Exil und das Berufsverbot auch im Gastland keine Möglichkeit hatte, wieder an ihre eigentliche Karriere anzuknüpfen. Susanne Lachmann gehört zu den Künstlerinnen, Musikerinnen, die durch das Exil sozusagen in Vergessenheit geraten sind, deren Biografien keinen Eingang in die Geschichte gefunden haben. Es gibt noch andere Beispiele dafür hier in der Ausstellung, zum Beispiel in der Arbeit von Judith Raum, die sich mit der Textildesignerin Otti Berger beschäftigt, die am Bauhaus studiert hatte und in den 30er Jahren in Berlin ihr eigenes Atelier für Textildesign etabliert hatte und eben ähnlich auch wie Susanne Lachmann eine anerkannte Praxis und Karriere auch vorzuweisen hatte. Ebenfalls aufgrund ihrer jüdischen Abstammung hat sie Berufsverbot bekommen und sie ist gescheitert bei dem Versuch, ins Ausland zu gehen und wurde 1941 in Auschwitz ermordet.
Balcha Ergener widmet sich in ihrer Arbeit, die sie hier auch für die Ausstellung neu entwickelt hat, dem französischen Maler Gustave Courbet, der die letzten Jahre seines Lebens im schweizerischen Exil am Genfer See verbracht hat. Und die Künstlerin greift einen kleinen Aspekt daraus auf, und zwar die Liebe zum Wasser von Gustave Courbet, die sich auch in seinen Malereien widerspiegelt durch die Seestücke. Und sie erinnert dabei an das revolutionäre Potenzial des Malers Gustave Courbet, der sich sehr für die Rechte der Künstler, aber auch für die Solidarität unter den Künstlern in der Pariser Commune eingesetzt hat und eben heute zu den großen französischen Künstlern gehörte, obwohl er zu seinen Lebzeiten eben aus seinem Land vertrieben wurde und der politische Aspekt seiner Arbeit lange Jahre auch gerne aus der Kunstgeschichte außen vor gehalten wurde. Samara Salam ist in der Ausstellung mit ihrer Videoarbeit Four and a Half Hours vertreten. Sie ist eine palästinensische Künstlerin, die im Grunde ihr ganzes Leben im Exil verbracht hat und in diesem Film eigentlich sehr eindringlich dieses Gefühl der Suche nach Zugehörigkeit thematisiert und ins Bild setzt. Wir sehen Bilder des Transits und wir sehen Szenen, in denen die Künstlerin selbst mit einem Stück Mauer interagiert, in einer wüstenartigen Landschaft, einem undefinierten Ort, in dem sie immer wieder verschiedene Positionen im Verhältnis zu diesem Stück Mauer einnimmt. Es bleibt offen, ob diese Mauer Schutz bieten kann oder eben eine Abgrenzung darstellt. Und es wird nonverbal deutlich gemacht, die grundsätzliche Frage und Suche nach dem Ort, wo sie sein kann, die Künstlerin, wo sie Zugehörigkeit findet. Khaled Baraké zeigt hier in der Ausstellung ganz frühe Arbeiten, die in seinem Studium in Damaskus entstanden sind und sich sehr stark unterscheiden von seiner heutigen Praxis, die stark geprägt ist durch eigentlich eine konzeptuelle Arbeit, aber auch geprägt ist durch sein Engagement mit seinem Verein Co-Culture, in dem er sich für syrische Künstler in der internationalen Diaspora einsetzt und eine Plattform geschaffen hat, um Verbindungen unter diesen Künstlern herzustellen. In der Ausstellung gibt es mehrere Beispiele von deutschen Akademikern, die während der Nazizeit in die Türkei emigriert sind. Die Arbeit von Dilşad Aladag und Eda Aslan greift ebenfalls ein Beispiel von diesem Weg der Emigration auf und beschäftigt sich mit dem Botanischen Garten in Istanbul, der von dem deutschen Botaniker Alfred Heilbronn und seinem Kollegen Leo Brauner 1936 in Istanbul gegründet wurde. Seit 2015 gehen die Künstlerinnen der Geschichte des Botanischen Gartens gleichermaßen nach wie auch der wechselhaften Geschichte des Ortes, an dem er sich in Istanbul befindet. 2018 wurde der Garten geschlossen und mit dem Abriss des Forschungsinstituts begonnen, weil nämlich der Ort einem Museum für islamische Kunst in Zukunft dienen soll. In der Ausstellung übersetzen sie recherchierte Archivmaterialien und Hintergründe des Botanischen Instituts in eine Raum- und Soundinstallation. Ein wesentlicher Teil ist dieses künstlerischen Forschungsprojekts darüber hinaus aber auch eine Lecture-Performance, die sie hier zum ersten Mal in Deutschland präsentiert haben und die im Grunde eine umfangreiche kulturgeschichtliche Analyse des Ortes darstellt, in der sie Wissenschafts- und Architekturgeschichte in Istanbul vor dem Hintergrund des politischen und gesellschaftlichen Wandels des Landes reflektieren. Also,
Auch Traugott Fuchs ist ein deutscher Sprachwissenschaftler, der damals nach Istanbul emigriert ist und viele Jahre an der Bosporus-Universität Sprachen gelehrt hat. Er war künstlerischer Autodidakt und ist mit einigen Zeichnungen hier in dieser Ausstellung vertreten, sowie mit historischen Dokumenten seiner Arbeit. Und ein Beispiel für einen Emigranten, der eine sehr intensive Wechselbeziehung mit seinem Gastland eingegangen ist und an viele Generationen von Studenten in der Türkei auch ein sehr humanistisches und weltoffenes Weltbild vermittelt hat. Eine weitere Videoarbeit in der Ausstellung ist die Arbeit Liminal Crossing von Ergin Cavazoglu, der in einer Doppelprojektion eine reale Szene reinszeniert für das Video. Und zwar ist es eine Szene, wo ein Klavier über einen Grenzposten geschoben wird. Es geht zurück auf eben eine autobiografische Begebenheit, wo die Familie, die türkischstämmige Familie aus Bulgarien ausgewiesen wurde und in die Türkei emigriert ist und vor der Entscheidung stand, was mitzunehmen war, und die Familie sich für das Instrument entschieden hat und der Künstler diesen Moment des Übergangs von einem Ort in den anderen, von einer Zuschreibung in die andere in seinem Film festgehalten hat. Because of its resilience, the prickly pear cactus was used for centuries to mark the boundaries of family lands in Palestine. As a result, Palestinians associate the plant with attachment to the home country. Die Wissenschaftlerin und Künstlerin Nadia Christidi ist hier in der Ausstellung mit ihrer Arbeit Cultivating Exile vertreten, die aus 5 Hochbeeten mit unterschiedlichen Pflanzen besteht. Nadia Christidi mit syrisch-palästinensisch-griechischem Hintergrund hat sich in dieser Arbeit mit der Begrifflichkeit der Botanik beschäftigt und dort eine starke Nähe zu Begrifflichkeiten im Bereich von Fragen nach Identität und Zugehörigkeit festgestellt. So gibt es zu den Pflanzen, die hier in den Hochbeeten zu sehen sind in der Ausstellung, jeweils einen Sound über Kopfhörer zu hören, in dem sie die Kulturgeschichte und Migrationsgeschichte der jeweiligen Pflanze erläutert. Und viele der Pflanzen sehen auf den ersten Blick ganz vertraut aus. Und wir stellen fest, dass uns bei den seltensten Pflanzen eigentlich tatsächlich der häufig weite und zurückliegende migrations- und kulturgeschichtliche Kontext überhaupt nicht bewusst ist. Turkey is renowned for a rare black rose that is endemic to the region of Halfiti and that is currently under threat of extinction. Einerseits versuchen wir in der Ausstellung, die Komplexität von Fragen der Zugehörigkeit zu thematisieren und darauf hinzuweisen, dass die Geschichte immer viele Perspektiven hat und Biografien natürlich auch vielerlei Perspektiven haben. Auf der anderen Seite gibt es auch mal wieder Beispiele in der Ausstellung von Zugehörigkeit, die über das künstlerische Werk gefunden wird, ganz unabhängig von Sprachen oder kulturellem Hintergrund. Da ist ständig ja so ein Wechselspiel aus Fähigkeiten, die mitgebracht werden, aus Situationen, die vorgefunden werden, die dann in Kombination zu einer produktiven Anknüpfungsfähigkeit führen oder eben auch scheitern. Und das wird in der Ausstellung immer wieder auf verschiedene Weise thematisiert.